So schöne Farben. Hallo, mein Freund. Na, möchtest du eine Versicherung abschließen? Ja, und damit Hallöchen, liebe Freunde. Chris ist auch hier. Sag mal Hallo, Chris. Hallo, Chris. Den, ja. Das hier ist Klonoa. Willkommen zum neuen Angezockt. Wir spielen heute eine Runde Klonoa, Daughter of Phantom Isle für die PS1. Gutes altes Jump-and-Run-Spiel. Machen wir uns erstmal einen neuen Spielstand. Und ja, ich freue mich drauf. Das Spiel habe ich als Kind sehr viel gespielt. Chris kennt das noch gar nicht, ne? Nein, gar nicht. Du kennst das gar nicht. Bis auf die paar Sekunden, die wir vorhin angespielt haben. Wie nennen wir denn unseren Spielstand? Wir nennen ihn Freppo. Also ich hätte ihn Opfer genannt. Freppo ist doch ein schöner Name. Ja. Freppo ist. Opfer und Freppo. So, End. Das ist gut. Spiel zu Ende. Dankeschön. Aber gut gemacht. So. Also bis zum nächsten Mal. Und bei Klonoa, da geht's um Klonoa. Um eine Tür nach Phantom Isle. Das ist eine ganze Meile an Phantomen. Die stehen da ich alle dachte, in der Schlange. Ich dachte, es geht um ein Schiff voller Tiere, was im Klo rumfährt. Oh. Auf jeden Fall war einst der Mond. Und der war sehr seltsam. Deswegen hat Sonic seinen Ring vor den Mond gehalten und hat gesagt, reingeguckt, jetzt darf ich dich wegboxen. Ich heirate den Mond. Wo gehen die Träume hin? Weg. Du bist da an was dran, glaube ich. Einst war es mal ein Schmetterfalter, der sagte, ey Digga, Alter. Das ist meine Blume. Oh. Der Wald stirbt eindeutig. Ja. Oh. Das war 2012 die Welt geht unter. Das ist Konrad, die haben gerade einen neuen Baum gepflanzt. Oh nein, der Mond hat seinen Ehering verloren. Wo gehen die Träume hin? Sind sie da drin? Wenn er das schafft, ist er der König von England. Ich hab's überhaupt gerade getan. König Artemus. Klonoa, du bist jetzt verheiratet. Mit dem Mond. Nee, mit dem ich da. Ich bin Merlin, wie geht's? Möchtest du den Drachen besiegen? Ja, Flitterwochen. Doch Vorsicht! Die CGI war im Jahr 1998 noch nicht sehr gut. Jetzt kommt der Scheidungsanwalt vom Mond. Merlin ist ihm fremdgegangen. Nein, das ist wie in diesen ganzen Animes, wenn du irgendwie so einen Außerirdischen heiratest, dann kommt der Vater und zerstört die Erde, weil er keinen Bock hat. Ich bin hier, um meine Tochter wieder zu holen. Ach ja, dein Planet ist gefangen. Ich bin ein Junge! Alles klar, meine Liebe. Ach du Scheiße, Mann. Scheiße, was ist passiert? Warte, eine Bommelmütze, wo der... Keine Sorge, wir sind immer noch verheiratet. Ja, bin ich ja glücklich. Das ist so, wie wenn man so einen One-Night-Stand hier mit nach Hause nimmt und am nächsten Morgen... Oh scheiße, da ist ja doch trotzdem was abgestürzt. Ich dachte, das wäre nur ein Traum gewesen, dass die Russen angreifen, aber... Die Russen greifen wirklich. Nein, scheiße, am Glockenhügel. Hört sich an, als wenn irgendwas abgestürzt wäre. Wie in meinem Traum. Wo gehen die Träume hin? Der hat gestern Abend ein bisschen zu viel getrunken, deswegen ist da ziemlich was abgestürzt. Los, sprich du mal Juppo. Auf geht's, Klonoa. Ja, okay, auf in die Flitterwochen. Lass sie da einfach im Kreis und Gras rennen, dann steigen wir nicht so viel Euros. Rein damit! Oh, Gott sei Dank hat er mich nicht gesehen. Ich schleiche mich jetzt an. Ha! Wie aussehen. Och, SpongeBob, keine Sorge, das sind ja noch die Bonuspunkte. Warte, da hinten. Vollgas. Vollgas, Moment. Kein Vollgas. Oh ja, hier, 2 Euro. Ja, wir müssen auf jeden Fall 6 von diesen, was auch immer das für Katzen sind, in jedem Level retten. Damit das war Huni die Katze. Ich weiß gar nicht, ob wir dann das True-Ending oder so kriegen oder ob es einfach nur für dieses Lied ist, aber auf jeden Fall sind die alle glücklich, wenn die nicht mehr in der Blase gefangen sind. Die Blase kann muss platzen. Kann ich mir vorstellen. So, komm, wir nehmen jetzt auf jeden Fall hier Jigglypuff, nehmen wir mal mit. Man weiß ja nie, wann man Pummeluff braucht. Oh, scheiße, das hat direkt geplatzt. Hey, was ist da los? Hier oben, Spasti. Ist das unser Trauzeuge? Ja. Boah.
Der da ganz schön. Seine Unterhose. Der ganz schön stramme Schenkel, der Gute. Oh, tut mir leid. Ja, tut mir leid, hilft mir jetzt auch nichts mehr, aber okay. Ich bin Balu, was auch immer ein Bason ist. Ein Steinmetz. Die ist die legendäre Diva-Spielerin aus Overwatch, die ganz schöne Single-Sachen singen kann. Zum Beispiel den Song of Rippert. Ja, die spielt dieses Runner Circulation, während sie mit ihrer Bombe 6 Gegner killt. Das geht dann so. Ah, mein Ball! Nein, kenn ich nicht. Oh, Kinder heutzutage. Overwatch ist scheiße, wir spielen nur Fortnite. Fortnite! Verstehst du da, wo die in die Füße nimmt? Ach so, lass mir den alten verrückten Mann mal lieber in Ruhe. Walzbier! Ach du Scheiße, hast du Mundgeruch. Hättest du auch mit den 93 Jahren. Schon nur ein Knapp, wir sollten lieber gehen. Ja, Entschuldigung, Balu, wir gehen dann mal. Ja, verstehe ich. Pass auf dich auf. Okay, tschüss. Wer bist mit, du? Balu. Raus aus meinem Haus! Ach du Scheiße, seine Leute brauchen ihn. Ich fand Balu noch besser, als er noch nackig im Dschungel rumgerannt ist und irgendwelchen nackigen Kindern gesagt hat, dass sie Ameisen essen sollen. Das waren noch die richtigen Tage. Du hast das Dschungelbuch schon gesehen, oder? Ja, hat er ihm gesagt, dass er lacht. Ich zitiere nur mal. Und schaust du unter einen Stein, siehst du Ameisen, die hier gut gedeihen. Probier mal 2, 3, 4. Und dazu einen guten Schluck Bier. So ging das. Echt? Ziemlich sicher. Oh. Würde ich meine Hand jetzt nicht für ins Feuer legen. Ich meine, heutzutage versucht er einen Turm zu bauen, um irgendwie auf dem Mond eine 5-Jährige zu heiraten. Also, da sollte man lieber vorsichtig sein. Was? Na, hat er doch gerade erzählt. Ich glaube nicht, dass es die Story vom Spiel ist. Hat er doch gerade erzählt. Hörst du dem eigentlich zu? Nein. Oh, jetzt war noch ein Gerät. Wir haben alle 6 gefunden in diesem Level. Das ist gut. Yay. So, jetzt sind wir nämlich die Leute, die wir gerettet haben, kommen jetzt hier auf die Minimap. Die müssen jetzt für immer hier so ein Lied spielen. Und zwar wirklich für immer, das ist das Rebound Stadio Valley. Ist leider noch kein langes Lied, weil wir nur 6 Leute haben und das darf jeder nur eine Note spielen. Ist wie bei diesen Minecraft-Notblocks, die können auch nicht mehr als. Aber die tun, was sie können, Chris. Ich bin dick und ich bin klein, wollen wir beide Freunde sein? Nein. Nein. Okay, ich bin bereit für die Paarprüfung, Mrs. Puff. Ich glaube, Mrs. Puff ist nicht bereit. Bringen wir es hinter uns, SpongeBob. Ups, jawohl, noch einen gerettet. Ich bin ein Betrüger, der betrügt hier entlang. Boing. Aber die Musik von dem Spiel ist extrem gut, oder? Ja. Da kann man schon sagen. Ich fühle mich da die ganze Zeit, als wäre ich irgendwie in einem tropischen Inselparadies und müsste Rätsel lösen, aber okay. Aber immerhin regnet es hier. Ja, das ist auch schön. Außerdem, wenn ich noch mehr Leute zusammenbringe, haben wir endlich irgendwelche Leute, die unser Scheißlied spielen am Ende. Irgendwie mag keiner mein Lied. Okay, die Turbo Boys. Turbo Boys wieder unterwegs, ändert das extra Leben. Nämlich. Die Tita Turbo Boys. Tita Turbo Boys. Oh, hier Schlüppi und sein Kumpel. Klingt auch wie so ein Lazy Town. Tita Turbo Boys. Komm, wir tun so, als wären wir einer von ihnen. Der sieht nicht begeistert aus, den ich in der Hand habe. Oh shit. Geh mal weg. Oh fuck, unsere ganze Maskerade ist aufgefallen. Das ist ja ein langer Tunnel. Ist der lang gegangen? Eigentlich laufen wir auf der Stelle und die Tür kommt immer näher. Ja, das ist aber nett von Ihnen, Gladius, eure Dunkelschneid. Ne, fiese. Ja. Los, du sprichst Cupo und den Gladius, ich spreche Joker und Klonoa. Oh, scheiße. Ich kann dir nicht erlauben, die Welt mit deinem blöden Song of Rebirth Song zu retten. Ja, ich werde dich in Dunkelheit einsperren und die Welt mit meinem Riesenzinken zerstören. Glaubst du, das ist sein Kopf oder seine Maske? Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, es ist sein Kopf. Ich bin bewusstlos. Wo ist auch immer wer, keine Ahnung, ich kann kein Englisch. Das ist ein Anhänger, du Arschloch. Lern mal Englisch, bevor du Leute umbringen willst. Hey, Vorsicht. Sire? Sie ist nicht in ihrer... Nein, nicht in der Mütze. Komisch. Ich trage meinen Glockenanhänger immer in der Mütze. Sie ist da hinten an meinem Hut. Klingelingeling, ich bin ein Clown. Ja, wie kannst du dich finden, du Spaß? Was suchen die denn? Sie haben Anhänger gejagt. Komisch, dass die uns nicht hören, wenn wir 1 Meter von ihnen entfernt stehen. Stimmt, auffallend. Wer sind sie überhaupt? Ja, das sind Vogelfried und sein kleiner Freund Joker.
Hm, was ist da los? Yuka, ich zähle auf dich. Kannst hier dem Rest widmen. Mach mal. Ich übe Freihandeln. Guck mal. Hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Ich heb 5 Kilo. Mein Mantel bleicht aus. Der wird ganz blau statt schwarz. Danke sehr. Sterne! Und ab geht's. Meine People lieben mich. Weggeflogen. Lusch. Na los, kommt raus, meine kleinen Mäuse. Ich hab ja keine Wahl. Warum reden wir eigentlich alle so bescheuert? Ich weiß es nicht. Hallo. Ja, ich sehe also schon ganz kleine, mickrige Mäuse. Die sind größer als er. Ich muss mich um euch kümmern. Wer bist du? Oh, meine Kinder heutzutage haben keine Manieren. Zu schlecht. Ich werde euch wohl einmal bestrafen müssen. So, und den habe ich aus meinem Hut gezaubert. Ich habe gar keinen Hut. Ich habe nicht mal Arme oder einen Hals. Hallo, Kinder. Es ist Glockenzeit. Jetzt ist Showtime. Boi. Oh, lieber Rongolango, schau doch hinter dich. Oben. Wusch. 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 Oh, mein Rücken. Klingelingeling. Ab zum Chiropraktiker, aber schnell. Klingeling. Oh, guck mal, ist ein Herzchen rausgekommen. Yay. Das haben wir bitter nötig, das ist ganz gefährlich in hier. Mhm. Warum hat er das jetzt nicht getroffen? Weil er beim Chiropraktiker war. Oh, er war weggeboxt, den Kleinen. Man, ich hab kein Interesse. Man erzählt sich, dass der kleine Hasi heute doch durch die Lüfte segelt. Oh. Ich stell mich mal in die Explosion. Ach, scheiße! Warte nur, ich werde das nicht vergessen. Auf geht das. Jetzt heiraten wir den Mond. Da ist mir irgendwas rausgefallen. Ist das unser Hochzeitsring? Nö. Nö. Das war's, nö. Oh, glaubst du, die Leute vom Pornshop geben uns dafür noch was? Nein. Na, dann geben wir es Opa. Hallo, Opa. Wir sind seit 10 Jahren nicht besuchen gegangen, aber jetzt, wo wir das Ding gefunden haben, brauchen wir seine Hilfe. 10 Jahre habt ihr mich nicht besucht. Ja, was haben wir denn jetzt gemacht? Das Testament umgeschrieben. Ach, scheiße. Du kommst nicht drin vor, der Mond kriegt alles. Oh nein, das ist der Mond. Klonoa muss in den Vorlockwald und Oma besuchen, die muss auch ins Heim. Oh, klasse. Kein Ding, mach ich. Tschüss, Opa. Das Haus ist mein. Was, Moment, was hat er gerade gesagt? Wabu, wabu. Opa hat gerade vorher wieder ein Flashback gekriegt. Oh, Hose machen. Scheiße. Ja, noch mehr Musiksklaven. So, das läuft schon mal gut. Spielt bei den kleinen Sklaven, spielt. Ihr könnt aber nur ein Lied, das ist mega, spielt. Okay, weiter.